Das Gourmet-Restaurant Clouds gehört mit zu den besten Adressen in Zürich, wenn es um eine anspruchsvolle und gute Küche geht. Ab Juli übernimmt Gandren Catering den Betrieb, genau der richtige Moment also, um die Arbeit vom Küchenchef Markus Burkhardt und seinem Team vor dem Wechsel nochmal zu würdigen. Egal ob im Bistro oder im Restaurant, hier verkehrt alles, was eine Großstadt an Publikum zu bieten hat. Vom geschniegelten Banker im Anzug bis zum jeanstragenden Hipster im Karohemd. Der Gast muss anspruchsvoll sein. Ich glaube, sonst müssen die Kämter gar nicht für das Geld essen. Dementsprechend ist es eigentlich auch schon eine Herausforderung, gewisse Ansprüche zu erfüllen. Sie alle genießen dieselbe Küche und denselben Ausblick. Wenn man im Cloud schafft, muss man schwindelfrei sein. Nein. Mir geht einfach nicht nur so nah am Fenster, wenn man Mühe mit der Höhe hat. Aber das Schöne ist, man gewöhnt sich so schnell an Ausblick, dass man sie dann fast nicht richtig schätzt. Das ist ein bisschen schade. Wie würden Sie Ihre Küche beschreiben? Ehrlich und mit gutem Produkt versucht, mit einem schönen Handwerk etwas zu veredeln und dem Gast ein bisschen modern weitergeben. Markus Burkhardt, Küchenchef. 3 Jahre lang war er der Dirigent einer Küchen- und Servicebrigade von bis 60 Angestellten. Eine anspruchsvolle Aufgabe im Dienste einer anspruchsvollen Kundschaft. Ich lege einen grossen Wert auf Produkte, auf gute Produkte und die mit einem richtig schönen Handwerk können zu verarbeiten und das Ganze wahrscheinlich einfach moderner präsentieren. Also, in etwas Schmoren liegt mir sehr am Herzen, ein gutes Fleischstück schmoren, eine lange Zubereitungsart und das aber vielleicht so verpacken, dass nicht wieder Schmorbraten von Grossmutter daherkommt. Dass Burkhardt viel Wert auf gute Verarbeitungsmethoden legt, ist kein Zufall. Nach verschiedenen Stationen in anspruchsvollen Häusern in Gstaad und Interlaken fasst der 32-Jährige in der Limmatstadt vor 5 Jahren Fuß. Seine bisherigen Lehrmeister haben beim Küchenchef deutliche Spuren hinterlassen. Ja, sicher schon aus der Lehre geprägt. Ich habe urklassisch im Bistro gelehrt. Dort haben wir von Kalbskopf über Schweinsfüße alles verarbeitet. Das hat mich schon immer fasziniert und spannend gedacht. Weiter sicher in einem Grand Hotel Park, wo sehr asiatische Einflüsse hatte, aber doch mit dem mediterranen Park. Das hat mich immer spannend gedacht, vor allem im mediterranen Sachen, alles, was mit Passo zu tun hat. Und ja, hier in Zürich ist sicher der Herr Donatz, der mich sehr geprägt hat. Halt mit seinem, ja, er ist genau einer, der gute Produkte einkauft und sie einfach ziemlich schlicht weitergeht dem Gast, was recht ehrlich ist. Und ehrlich wird ja bekanntlich am längsten. Markus Burkhardt, ein Küchenchef, der nach 3 Jahren Clouds noch höher hinaus will.